Leute, drittes Rennen der Saison und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fine 2020 mit dem Wochenende aus Italien, beziehungsweise mit dem Auftakt des Rennwochenendes aus Italien. Ja, da wollen wir heute noch, beziehungsweise dieses Wochenende auch noch einen Sieg holen, dann werden wir zumindest den nächsten Schritt Richtung Wimpel machen. Vielleicht, ja, ich weiß gar nicht, ob wir es heute sogar schaffen könnten. Gucken wir mal. Okay, da ist nichts weiter. Winkel und Gang. Okay. So. Keine Nachrichten. Gut, dann gehen wir mal rüber. Die neuen Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Beim nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. Genau so ist es. Und das ist das nächste Rennwochenende. Beziehungsweise der Auftakt. Wir sind in Monza zu Gast im Ferrari-Land. Da wollen wir natürlich, wie gesagt, triumphieren. Aber schauen wir mal. Ich hoffe natürlich auf dem Rennwochenende, was trocken ist. Oder wo der Regen maximal am Samstag, am Freitag da ist. Upsi. So, und es bleibt trocken. Sehr gut. Das ist erstmal ganz, ganz wichtig. Oh, Vettel möchte zurücktreten nach der Saison. Gut, wir werden eh nur die eine Saison fahren. Gut, gehen wir rein ins Rennen. So, jetzt geht's gleich hier los mit den ersten freien Trainings. So, das ist Monza. Wie gesagt, hier wollen wir natürlich den nächsten Abschnitt. Und wir werden mal den nächsten Schritt Richtung Fahrer im Titel machen, weil den Konstrukteurswert im Titel haben wir ja nach dem letzten Rennen. Unter Dach und Fach, aber wie gesagt, der Fahrer-WM-Titel fehlt noch. Jetzt kann ich wieder abschauen, momentan ist auf Hamilton. Guck mal gerade rein. Chat with Carl about the new parts and we're happy that they've been integrated into the car okay. With any luck, you'll be able to feel the improvement, so give them a try. Aber ich glaube, kann man gar nicht, ne? Na gut, na gut, na gut. Dann machen wir es anders. Ich guck mal gerade wegen Setup. Mehr brauchen wir ja nicht. Und dann fahren wir raus. Let's get a few laps under our belt. Dann fahren wir mal raus auf die Strecke. So. Ach, schön, wenn man eine neue Woche trocken hat. Nächste Woche geht's dann nach Brasilien und dann das große Finale. Was haben wir denn da jetzt noch kaputt? Geil. Weil wir letzte Woche ja gewonnen haben. Jetzt fahre ich die Runde zu Ende und dann bauen wir das Ding ein. Die S&D. So, mein Ziel ist es hier natürlich zu triumphieren. In Monza, wie gesagt, es kann sein, dass wir hier denn, dass es reicht. Ja, letzte Woche in Singapur, Ungarn nur Platz 14 am letzten Rennen. Die Überprüfung in der letzten Situation in Runde 26 hat nichts ergeben. Zumindest keine Strafe für den Kontrahenten, sondern für, ja, einfach Eigenverschulden. Aber gut, okay, muss ich akzeptieren. Mal gucken, wie es nächste Woche aussieht. Ob ich nächste Woche dabei bin, weiß ich noch nicht. Aber schauen wir. Also diese Woche jetzt. Okay, just want to remind you to keep an eye on your tire temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. Let's go! Die Power des Autos ausbauen.
beziehungsweise ausnutzen. Angriff Kurve 1, ja, so ideal war die nicht jetzt getroffen. Ja, die Schikane ist auch nicht ganz ohne. So, das sind hier der große schwere Unfall, wo ein Streckenposten das Leben verlor. Aber Monza hat auch so einige gute Geschichten oder einige interessante Geschichten auf dieser Strecke. Unter anderem halt auf der Vettel-Sieg 2008 damals im noch Toro Rosso oder Pegassi in der letzten Saison mit dem Alfa Tauri, der hier gewann. Oder auch Leclerc 2019. Nur um mal einige Geschichten zu nennen. So, unsere Geschichte wollen wir natürlich jetzt schreiben. Erste Bestzeit 22.5. So, ich hoffe, dass ich dann im Racing Point noch vorbeikomme. Perez in diesem Fall. Das war knapp. Aber da war ich, wollte ich doch gerade aus der Box, kam aus der Box und ich wollte noch. We have two laps of fuel remaining. Und ich war noch auf der Schnellen. Gut, dass die KI da ein wenig mitgedacht hat. Ich war ja bewusst jetzt gerade noch ein bisschen. Nochmal eine Runde. So, zwei, drei Ründchen fahren wir ja immer auf der Strecke. Vielleicht kriegen wir die bisschen Vorsprung noch geholt. We're low on fuel. Box in the next two laps, please. Was raus hier. Um noch ein bisschen noch mal eine Laderunde zu setzen. Natürlich wird die Zeit jetzt rot, weil ich ja wie gesagt auf Mager und auf ohne ERS fahre. Noch 4,5 Minütchen. Schauen wir mal, wann er durchkommt, ohne eine Strafe befürchten zu müssen. Oder ob es wie im letzten Rennen wieder eine Strafe gibt. If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line. Belgien konnte man das Ding ja auch noch gewinnen von dann 11, von Platz 11 aus, weil Verstappen noch eine Strafe bekommen hat. Und das war so ein bisschen das Glück, warum es dann doch nur Platz 11, noch am Ende Platz 11 wurde. Ja. So, Perez, der jetzt hinter mir liegt, der muss auf jeden Fall noch mal. Der ist auf jeden Fall wahrscheinlich der schnellen Runde. Ne, bricht ab, okay.
So. Ich weiß, wir wussten ein bisschen noch. Nochmal ein bisschen auf Zeit. Eine schnelle Runde fahren wir noch. Wenn wir richtig haben, dann haben wir es auch. Wobei ich, ne, ich glaube, die gibt es keine. Es wird keine mehr. Es geht noch zu Ende. Ich nehme die Runde noch mit. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil jetzt Gabe gleich geschwenkt wird, weil wir. Ja, jetzt geht nämlich jetzt die Power runter. Ich muss jetzt gucken, dass der Alpha, dass der Perez da gleich vorbeifliegt. Den lasse ich jetzt mal vorbei. Klar. Da ist auch ein McLaren, den ich jetzt auch noch vorbeifahren lasse. Sainz, und da kommt noch ein Williams. Auch der wird natürlich jetzt vorbeigelassen, klar. George Russell. Fahrer hinter mir. Perez is behind you. Their best lap time is a 1 minute 24.8. 2,3 Sekunden auf demselben Reifensatz. Ja, theoretisch können wir hier, oder ich hoffe zumindest, dass wir hier die Power des Mercedes ausspüren können, um das Ding zuzumachen. Ich weiß noch nicht, wie gesagt, ob es klappt, in diesem Rennen Fahrer die Fahrer-WM klar zu machen. Komm mal gerade, das war Box this lap, please. Box this lap. Sollte es passieren, dass wir vor dem letzten Rennen die Fahrer-WM klar haben, werden wir das Brasilienrennen gar nicht mehr fahren. Weil dann können wir quasi direkt mit dem Release in das neue Spiel reinstarten. Sollte es aber passieren, dass im letzten Rennen jetzt die Entscheidung fällt, fahren wir es auf alle Fälle noch. Dass ihr da schon Bescheid wisst. Es könnte sein, dass das Russland-Rennen die nächste Woche das letzte Rennen in der NFL 2020 ist. Jetzt sind die Ferrari vorbei, Charles Leclerc. So, dann haben wir es auch geschafft. Ich nehme die Runde nicht mehr mit, sondern ich gehe jetzt direkt in die Boxe. ...80 ist in der Box erlaubt. Okay. So, dann gucken wir mal wegen dem S und SE. Ist die Steuerelektronik. Oh Gott, Glück haben sie jetzt nur 5 Plätze. Gucken wir mal gerade, ob wir. Egal, hier sind die Zeiten. So, Steuerelektronik drin, ich will das Auto halt überleben. Wir müssen es eh machen diese Saison, deswegen lass es jetzt machen, dass wir da was unnötig kaputt geht und ich dann nur ohne Punkte dastehe. Dann nehme ich lieber ein paar Punkte mit. So. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten an. Richards, Hamilton und Carlos Sainz. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Also die größte Überraschung meiner Meinung nach ist gerade der Quert auf 4. Ja, wie gesagt. Das ist aber erstmal nur das erste freie Training.
So, weiter geht's. Training Nummer 2. Wieder 30 Minuten. Also wir werden keine 30 fahren, wir werden nur 10 fahren. 10 bis 11 Minuten fahren. Sonst wird halt die Folge zu lang. Und ich denke, so passt das dann auch immer. Ich denke mal, so werden wir es auch im neuen Teil machen. Das müssen wir nochmal absprechen, wie wir es machen. Aber ich werde nicht alleine sein. Da freue ich mich auch schon besonders drauf. So, weiter geht's. Mit dem Training Nummer 2. Kommen wir mal auf die Strecke. Okay, the track is green right now, so take a few laps to get the tires up to temperature. Try and feel your way around. Zehn Teile. Das heißt, wir müssen, können frühestens auf Platz 11 starten. Also wird das wieder so eine Aufholjagd wie in Belgien. Oder? Ich hoffe, es wird eine. Ja, wie gesagt, unser Ziel ist es eigentlich tatsächlich sogar nur dieses neuen Rennen, die neuen Rennen zu fahren. Aber schaffen, weiß ich noch nicht. Aber wie gesagt, mein Ziel ist es halt, damit wir direkt bei dem neuen Spiel anfangen. Am 13. kommt es raus bei mir, dass ich direkt am 14., 15., glaube ich, ungefähr, dass ich schon das neue, die Folge hochschmeißen kann. So, sparen wir es mal. Auch hier werden es jetzt wieder 4 Röntchen werden. Mit Italien Monza ist so eine Traditionsstrecke definitiv und ist auch eine schöne Strecke. Ich mag sie gerne. Na, gucken wir mal. Ich nehme jetzt die Kurve mit, das heißt, ich spare mir gerade kurz das RS noch auf. Diesmal habe ich es ein bisschen was früher hochgezogen. Das werde ich jetzt nicht machen. Jetzt nehme ich, mache ich das RS an und dann geht es los auf die Runde. Das ist kein Auto, was vor mir direkt ist. So. Ja, das wird dann durchaus nicht ganz uninteressantes Rennen am Sonntag. Ja, am Sonntag. Weil es halt auch mal auch ein bisschen um die Fahrer-WM geht. Ich weiß nicht gerade, wie der Abstand ist, aber ich glaube, irgendwas mit 30 Punkten, 33 Punkten oder was war das, glaube ich. Mal gucken. Bei 52 müsste es sein. Also, es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn wir es diese Woche klar machen. Aber wie gesagt, wir wollen es. Mein Ziel ist es natürlich schon in Italien, dann fahren wir. Beziehungsweise spätestens im nächsten Rennen in Russland. Wollen wir es dann klar haben. Dann brauchen wir Brasilien nicht mehr fahren. ...22.8, die sind wir eben auch schon gefahren. Ich nehme mal gerade ein bisschen Vorsprung mit an die Runde. Also Sekunden Vorsprung. Vielleicht schaffe ich jetzt gerade 22 zu oben. 2 oder 3. Vielleicht sowas mehr noch. Dazu muss jetzt aber die letzte Kurve passen.
out of fuel, almost out of fuel. You need to pit within the next two laps. Und das ist eine glatte 22, fast glatt 22.0 auf Medium. Ja, die Runde kannst du schon knicken, weil die ist durch. Da habe ich jetzt echt gerade die Runde nicht getroffen. Ja, die Kurve, die erste Kurve, hast du Schikane nicht getroffen. Ja, mal gucken. Im letzten Rennen in Belgien war es genauso, der Abstand war sehr, sehr groß in den Trainings. Und ja, dann fehlt am Qualifying ein bisschen Zeit und plötzlich war es ja doch nur Platz 2, Platz 12, durch die Strafen noch und Platz 11 dann am Ende. Aber ja, es spielt jetzt auch wieder eine 10 Plätze Strafe. Das heißt, wir starten wieder aus dem Mittelfeld. Come in this lap, please. Box this lap. Und dann gucken wir mal, die Taktik mit Medium starten und Soft auf Soft gehen. Diesmal aufgeht. Der Sektor 3 war sogar schnellster. Vier Runden reicht ja, wenn wir fahren. So, dann gibt es jetzt Gelb gesprengt, aber wir sind jetzt fast fertig mit der Runde. So, 2 Minuten noch, aber wir fahren den Brech jetzt eh ab. Da ist der Teamkollege. Wohl noch ein Red Bull hinterher. So, gehen wir mal in die Garage, damit wir nicht da unnötig und länger weiter am Weg stehen. Weil wir sind nämlich durch mit dem zweiten Runde. Beziehungsweise mit dem zweiten freien Training. Oh, der Abstand ist ja ein bisschen knapper. Ah, gut, okay, er fährt auf Soft, ich sehe es gerade. So. Zeit ist durch. Dann haben wir's. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Richards, Hamilton und Charles Leclerc. Leider müssen wir uns schon verabschieden. Das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Auch der zweite Teil gehört dem Team Mercedes nochmal schon. Jetzt in dem dritten Teil. Ich, wie gesagt, 33 Punkte. Wenn alles gut läuft, also unser Ziel ist es mit 53 Punkten. Das heißt, wir müssen 20 Punkte holen. Das heißt, wir müssen hier gewinnen. Hamilton darf höchstens um 8er, 9er Dreh rum, dann würde es reichen für den Titel. Aber wie gesagt, wir hauen jetzt mal unser Ding raus, unsere Aufgaben, und dann kann man immer noch gucken, was passiert. Die KWM haben wir ja schon.
So, weiter geht's mit Training Nummer 3. So. Gut, fahren wir mal raus, ne? Auf den Soften. Dann kann man immer gucken, ob die auch noch so halten wie die. Auch hier wird es wieder gleich 4 Runden werden. Gesagt, es wird nicht einfach werden. Gut, wenn wir jetzt nicht hier gewinnen sollten. Ich hoffe, dass wir es nächste Woche. Alles spätestens nächste Woche in Russland zumachen. Aber müssen wir mal gucken. Ich habe was vergessen. Ich habe vergessen, hochzustellen. Ich wusste gar nicht, wie schnell die Runde auf einmal vorbei ist. Ein bisschen überrascht gerade, aber mal gucken. Also 22:0 war ja der Zeit, war die Zeit mit dem Gelben. Mal gucken, was Rot sagt. Gab's. Ich feiere immer noch auf Zweckchen mit schnell. Streng. Hier hätte man eigentlich sogar streichen müssen, die Runde. Macht er nicht, ich nehme sie trotzdem mit. Auch wenn sie so. Wahrscheinlich nicht ideal ist, zumindest der Auftakt war nicht ideal. fünf, das ist nur eine halbe Sekunde. Das ist natürlich nicht viel. Da geht durchaus mehr. We have 2 laps of fuel remaining. Der schön mit. Aber trotzdem noch was liegen lassen. Ganz, ganz klein vorne schon jemand mit. Wobei wir den jetzt etwas ausbauen, weil wir jetzt gerade ein bisschen besser durch die letzten Schikanen gekommen oder durch die letzten Kurve gekommen sind.
okay, you need to come in before you run out of fuel. Pit within 2 laps. Die erste Kurve, die erste Schikane, die uns ein bisschen zu viel Zeit kostet. Vor uns ist Williams. Frage ist welcher, ich denke mal Wasser wird sein, aber kann natürlich auch Latifi sein. Wasser, weil Latifi gerade Zeit gesetzt hat. Box this lap, please. Box this lap. Was ist jetzt schon wieder? Meckerst du denn jetzt schon wieder an, wenn was rum? Was haben wir denn hier? Verbrennungsmotor. TL. Runde noch an die Box, und dann ist gut. Also die Runde noch zu Ende, wohlgemerkt. Dann hätten wir auch hier wieder 4 Runden. Das heißt, es wird nicht nur Platz 11 werden. Mal gucken, wie weit es am Final nach vorne geht. Dann müssen wir uns halt nächste Woche auf mich richten. Aber wie gesagt, es ist ja noch nicht, vorbei. Italien kann auch durchaus möglich sein, das Rennen von ganz hinten anzugehen, zu gewinnen. Mal gucken, weil es dann am Ende wird. Wohlgemerkt, ein zweiter Platz für schnellste Runde wird nicht reichen. Bei 33 Punkten Vorsprung hätten wir dann nämlich 52. Dann werden wir es obwohl, doch. Dann würde es nämlich reichen, wenn Hamilton ausfällt. Wir werden Zweiter, ist das Thema heute, können wir das Thema, ist das Thema gegessen. Zweiter bis zur Runde. Dann hätte man nämlich durch mehr erreichten Siege den Titel, denke ich mal. So, dann gehen wir zurück in die Garage, aber auch das müssen wir erstmal hinkriegen. Ja, und ja, Turbolader. Na komm, ich zweite nochmal so einmal komplett raus und dann ist das Thema. Okay, we haven't yet run any of our standard programs over the course of practice. Ja, wenn wir hier schon mal in ganz hinten starten, müssen wir nochmal so. Data, so we should do our best to do so before the end of the session. Sehwurscht, dann haben wir es einmal durch und gut ist. Starten wir halt safe auf der letzten Reihe. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Richards, Hamilton und Sebastian Vettel. Das war's, das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Ja, wie gesagt, halt ganz am Ende des Feldes, das ist klar. Das heißt, ein Aufholjagd von ganz, ganz hinten. Es bleibt Gott sei Dank trocken.
Würde es ein bisschen einfacher machen. Dementsprechend ist der Samstag eigentlich relativ egal. Ein toller Tag. Wie denken Sie darüber? Was ist Ihre Meinung dazu, wie sich solche Gridstrafen auf den Sport auswirken? Ich brauche gar keine Antwort zu geben, aber okay. Heute haben Sie im Training wirklich alles gegeben. Testen Sie neue Komponenten? So, was so? Glauben Sie, dieses Team bringt die volle Leistung? Danke für den Kommentar. Jo, gerne. So, dann haben wir's. Wie gesagt, ich weiß eh, das war am Ende des Feldes schon. Also müssen wir mal gucken, wie weit was geht. Italien sollte durchaus eine Strecke sein, wo es möglich ist, aber mal gucken. So, dauert es in einer kleinen Moment bisher, was ihr euch geladen hat. Genau. Gucken wir mal. Ich würde sowas in der Art empfehlen. Rein damit. So, dann haben wir es. Und, ja. Habe ich das verlassen? Ich würde gerne eigentlich mal rübergehen kurz. Genau. Und dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns im Qualifying wieder. Und dann geht es darum. Ja, eigentlich gar nichts. Naja, bis dahin und tschüss.